Er sagt, inni akhafu alaykum adaba yawmin azim. Ich fürchte mich um euch. Ich fürchte eine Strafe für euch. Ich fürchte die Strafe eines strengen Tages für euch. Ich fürchte um euch die Strafe eines strengen Tages. Man muss versuchen, mal den Koran ganz bedacht zu lesen, ganz bedacht und auf jeden einzelnen Aspekt ein Auge werfen und darüber nachsinnen. Er könnte auch sagen, er könnte dieses Inni akhafu alaykum weglassen. Er könnte dieses Ich fürchte um euch, könnte er weglassen, indem er einfach eine Drohung ausspricht. Er könnte ja auch sagen, sonst werdet ihr streng bestraft werden. Mech? Aber wenn man jetzt abwiegt, was hört sich sympathischer und fürsorglicher an? Das erste hört sich so an, also das, was wir jetzt hier haben mit der Aussage von Nuh, hört sich so an, als ob er sich Sorgen macht um sie. Er sorgt sich, er hat Angst um sie. Er droht ihnen nicht. Wenn ich aber sage, wenn du das nicht machst, dann steht dir das und das zu und dann wird mit dir dieses und jenes passieren, das hört sich wie eine Drohung an. Natürlich, manchmal wird auch gedroht, ich sage nicht, dass es nicht so ist, aber hier geht es um eine erste Konfrontation zwischen Nuh und seinem Volk. Und wenn man sich manchmal, das muss ich jetzt auch dazu sagen, wenn man sich manchmal die Hardliner anschaut, die Hardliner, wie sie untereinander kommunizieren, dann hat man schon das Gefühl, irgendwie scheint das nicht so, keinen prophetischen Touch zu haben. Ich habe vor ein, zwei Tagen, hat mir jemand es gibt eine Behörde in Deutschland, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißt, hat mir einen Auszug aus einem Bericht von dieser Behörde geschickt. Diese Behörde hat unter anderem verfolgt sie die Szene in Deutschland. Mensch, die Szene in Deutschland. Und welche Themen trenden. Wir haben auch festgestellt, dass es immer diverse Themen gibt, die trenden. Es entsteht ein Trend und dann fahren alle mit auf diesem Zug. Alle sprechen darüber. Und er hat etwas festgestellt, was ich auch oft erwähnt habe, insbesondere in Bezug auf manchen Akteuren, was mir besonders missfällt an ihnen. Aber ich zeige euch mal kurz diesen Abschnitt, den er da erwähnt hat. Ich finde, er hat es auf dem Nagel getroffen, 100%. Und das, man muss bedenken, das sind die Dialoge, die teilweise intern geführt werden. Er spricht also jetzt über die Dialoge, die in bestimmten Internetmilieus stattgefunden haben, die letzten Monate. Er spricht über die Konflikte intern, über das, was er die saudische Salafia nennt. Er nennt das die saudische Salafia-Strömung. Mit allen verschiedenen Arten, ja, seien es die sogenannten anerkannten Prediger oder andere. Er sagt, dabei kann das Niveau der Konflikte selten als sonderlich anspruchsvoll bezeichnet werden. Beleidigungen und Unflätigkeiten prägen die Auseinandersetzung. Beleidigungen und Unflätigkeiten prägen die Auseinandersetzung. Wisst ihr, was Unflätigkeiten sind? Unflätigkeiten, ja, eine unanständige, ungebührliche Art und Weise, wie man sich äußert, oder ja, eine grobe Art, eine sehr grobe, ekelhafte Art, wie man spricht. Es gibt sehr wenig wirklich sachlich ausgeführte, anständige Art des Auslebung eines Konflikts oder eines Disputs. Es gibt dann noch
andere Propheten, die erwähnt werden in der Surat Al-A'raf, in der Surat Al-Qasas, dort wird dann immer hier fast dieser Dialog kopiert. Und wir sandten so und so zu seinem Volk und er sagte so und so, immer das Gleiche. Mehrere Propheten, über mehrere Propheten hinweg.